Deutsch, 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 Deutschland. In Deutschland wird Deutsch gesprochen. Deutschland ist ein nationales Gefühl. Ein Gefühl, ein selbstbewusstes Gefühl der Deutschen. Deutschland befindet sich innerhalb der deutschen Grenzen. Doch wenn ich zur Tür rausgehe, aus dem Haus, wo ist dann Deutschland? Dann sehe ich Bäume, Straßen, Menschen. Doch wenn die Menschen sprechen, sprechen sie Deutsch. Doch ich könnte auch in Österreich sein. Da sprechen sie auch Deutsch. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Deutsch ist Deutschland. Wie deutsch bist du? Deutsch. Ich bin heute Deutsch. Und morgen auch noch Deutsch. Ich bin Deutscher, Deutscher. Deutscher, Deutscher, Deutsch. Noch deutscher als Deutsch ist der Deutsche. Der Deutsche, Deutsche. Deutsche, Deutsche. Ein Gefühl von einer nationalen Zugehörigkeit der Deutschen beinhaltet eine Definition, die wohl jeder Deutsche für sich selbst definieren dürfte. Für den einen Deutschen ist Deutschland die Flagge, diese schöne Flagge, schwarz, rot, gold, gelb. Ach, ist die schön, die Flagge. So einfältig, so fantasievoll. Eine fantasievolle Flagge haben die Deutschen. Schwarz, rot, gold, gelb. Gold, gelb, ja. Ja, wo ist das Blau geblieben? Das schöne Blau und das Grün und das Violett und das Ultramarin. Ocker, Ultramarin, Kamin. Rosa. In Deutschland hatten die Dichter und Denker mal einen großen Platz eingenommen. Natürlich nur als einen ganz kleinen Prozentsatz der Bevölkerung. Sagen wir so, 0,083% der Deutschen waren mal Dichter und Denker. Der Rest war wohl... War das nicht? Man könnte andere Beschreibungen dafür verwenden. Die wollen wir aber nicht weiter nennen, weil sonst würden wir vielleicht ein trauriges Kapitel eröffnen, in dem wir nicht so fröhlich, spaßeshalber mal, uns mit der deutschen Geschichte beschäftigen würden, die natürlich auch schwer auf unserem Nacken und in unseren Gehirnen lasten könnte. Doch wir sind ein starkes Volk. Innerhalb unserer Grenzen vermischen wir uns auch öfters mit anderen Volksgruppen. Das führt bei manchen Personen, die ein starkes nationales Gefühl der deutschen Deutschheit haben, natürlich zu einer Unsicherheit und zu einer Angst. Die haben Angst, dass sie sich vermischen und untergehen, dass sie vielleicht irgendwann mal keine nationalen Deutschen mehr sind und dann auch noch irgendwie was anderes sind als Deutsch. Was bist du denn noch außer Deutscher? Deutscher Mensch. Ich bin Mensch. Glaubst du? Ich bin Sein. Sein, das Mensch. Sein spielt. Das sich mal möglicherweise definiert als ein Deutscher. Deutscher Mensch. Sein. Sein, das sich für ein deutsches Deutschlein hält. Was, bitte schön. Auf Wiedersehen. Geschaut.